Sitzersport TV. Eure Stars hautnah. Hallo liebe Fußballfreunde und herzlich willkommen bei Sitzersport TV. Heute gibt es News und zwar aus Golling. Der SC Golling hat vor einiger Zeit sein neues Trainergespann präsentiert. Der Cheftrainer der Dänengauer heißt für die Saison 2021-2022 Christoph Lessacher. Nach einigen Stationen im Jugendbereich war er zuletzt noch ein Jahr Co-Trainer beim SV Grödig und nun folgt seine erste Station als Cheftrainer in der Salzburger Liga. Was Christoph Lessacher dazu sagt, wir haben ihn in seiner neuen Wirkungsstätte besucht. Mein Name ist Christoph Lessacher. Ich bin geboren in Kuchl. Ich bin 31 Jahre alt. Und der neue Trainer des SC Golling. Das Reizvolle an der Aufgabe ist, dass man als junger Trainer die Möglichkeit hat, in der Salzburg-Liga einen Trainerposten besetzen zu dürfen. Und ich kenne den Verein, ich kenne die Strukturen und ich weiß, dass man da Zeit kriegt, dass man was entwickeln kann. Und das ist eigentlich das Reizvolle, dass ich da in Ruhe arbeiten kann und meine Ideen umsetzen kann. Ja, mein Spielstil kann man sich so vorstellen, nachdem ich aus der Red Bull-Schiene komme und dort meine ersten Erfahrungen als Trainer sammeln können habe, dass natürlich das Umschaltspiel sehr wichtig ist, das aggressive Vorwärtsverteidigen und das Pressing. Das sind sicher Schwerpunkte im Training und auch in der Spielidee. Der Kader ist jetzt eigentlich grundsätzlich abgeschlossen. Wir haben noch eine Position offen. Das ist wahrscheinlich Offensivspieler, ein junger Offensivspieler, wo wir noch ein bisschen auf der Suche sind. Aber ansonsten steht der Kader. Wir haben 5, 6 sehr gute Spieler mit Regionalliga-Niveau und drumherum eine sehr junge, hungrige Mannschaft, mit der einiges möglich ist. Für die kommende Saison erwarten wir unseren Platz unter die ersten 5, 6, nachdem der Kader sehr gut aufgestellt ist, in der Breite und vor allem auch in der Tiefe, mit 5, 6 sehr erfahrenen Spielern, gehen wir davon aus, dass wir da vorne mitspielen. Die Golinger Zuschauer können sich erwarten, dass wir sicher aggressiv gegen den Ball spielen, dass wir im Kollektiv auftreten und eine geschlossene Einheit bilden. Das Besondere für mich ist am Trainer, dass man neben der fachlichen Kompetenz auch die soziale Kompetenz mitbringen muss. Die finde ich einfach vor allem im Amateurbereich extrem entscheidend, weil das Zwischenmenschliche muss einfach in Ordnung sein, damit du im Amateurbereich eine gute Mannschaft hast, die harmoniert und damit man etwas entwickeln kann. Das Trainerangebot ist sehr überraschend gekommen. Ich war eigentlich mit Grödig in der Planung als 1B-Trainer und Nachwuchsleiter. Und dann ist eben das Angebot Anfang April von Golling gekommen. Und da hat mich der sportliche Leiter, der Manuel der Neulinger, angerufen, weil ich mir das eventuell vorstellen kann, weil es ja noch ein junger Trainer mit der ambitioniert ist und engagiert ist. Und nachdem er ja die Idee vom Verein vorgestellt hat, wie sie in die nächste Saison gehen wollen, war das für mich sehr reizvoll und wir sind uns dann eigentlich relativ schnell einig geworden. Das perfekte Spiel für mich ist, wenn man die Spielidee, die was wir uns im Training erarbeiten, wenn die ersichtlich ist, wenn das für die Zuschauer erkenntlich ist, damit man einfach sieht, dass wir aggressiv gegen den Ball arbeiten wollen und schnell umschalten wollen. Wenn das ersichtlich ist, dann bin ich zufrieden als Trainer. Also meine Trainertätigkeit habe ich in Kuchl angefangen im Nachwuchs. Ich habe während meiner aktiven Zeit schon die ersten 3, 4 Jahre in Kuchl als Trainer verbracht. Dann bin ich 4 Jahre in die Akademie gewechselt als Trainer. War dann unter anderem nur in Grödig bei Heim und beim Pfeifenberg als Co-Trainer tätig. Und im letzten Jahr noch zusätzlich 2 Jahre beim LAZ in Rief. Mir als Trainer ist ein 4-3 lieber. Nachdem ich einen Offensivfußball bevorzugt, ist mir lieber ein offener Schlagabtausch lieber als wie 1-0. In der kommenden Saison kann uns stark machen, wenn wir es schaffen, dass wir so kollektiv auftreten und unsere Spielidee, die was wir unserem Training erarbeiten, am Platz bringen und umsetzen können. Wir von Sitzersport TV wünschen natürlich Christoph Lessacher und seinem Team alles Gute für die kommende Saison. Wir verabschieden uns jetzt von hier und wünschen Ihnen alles Gute. Bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal.